Das Fritz-Brandrennen auf Hauptstadtsport.tv wird Ihnen präsentiert von Trotto.de. Das erste Highlight des Jahres stand zu Karfreitag in Mariendorf auf dem Plan. Beim traditionsreichen Fritz-Brandrennen kamen Jung und Alt bei bestem Frühlingswetter. Diesen Klassiker wollte sich nicht mal der Osterhase entgehen lassen. Ja, sicherlich. Also das Fritz-Brandrennen ist ein bisschen was Besonderes für die Amateure. Das ist einmal im Jahr, das ist ein Standardrennen und da ist die Anspannung ein bisschen höher als bei den normalen Rennen. In den Vorläufen vor allem das Augenmerk auf die mit Favoriten gespickten Läufe 3 und 4. In Lauf 3 erwartete man ein spannendes Duell zwischen Wildcat Hanseatic und Kelso. Auch die Fahrer fieberten dem Lauf entgegen. Nicht nervös oder so, aber jetzt, es ist schon angespannter, klar, auf jeden Fall. Das ist immer ein Highlight, Fritz-Brandrennen. Und da ist man schon anders wie beim normalen Rennen. The chances is 50-50. Die Chancen stehen 50-50. Nummer 6, Wildcat Hanseatic, ist ein klasse Pferd. Mein Pferd Kelso auch. Allerdings hatte es jetzt lange keinen Einsatz und muss jetzt zeigen, was es kann. Doch das Rennen dann nicht so knapp wie erwartet. Wildcat Hanseatic ging direkt mit der Nummer 6 von außen in Führung und gab diese bis zum Ziel auch nicht mehr her. Kelso auf dem letzten Platz konnte sich aber durch das Feld arbeiten und beendete das Rennen auf Rang 2. Ja, sehr gut. Eigentlich wie geplant. Ich wollte in Front fahren. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich schon etwas früher in Front komme. Aber eigentlich ist das Rennen genauso gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wusste den Kelso nicht ganz genau einzuschätzen vom Start. Aber es ist eigentlich genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Lauf 4 mit der Lokalmatadorin Sarah Kube und ihrem Pferd Main. Sarah Kube wuchs einen Steinwurf von der Mariendorfer Trabrennbahn auf. Da ist dieses Event natürlich was ganz Besonderes für Sie. Ja, es ist schon, es ist meine Heimatbahn. Ich bin direkt hier hinterm Zaun aufgewachsen. Da ist es schon immer was Tolles. Also es ist eine besondere Atmosphäre hier und es ist halt meine Lieblingsbahn, ja. Und lange sah es so aus, als würde das Heimspiel mit einem Sieg in Lauf 4 gekrönt werden. Main mit der Nummer 5 lief das Rennen von vorne. Doch kurz vor Schluss bekam Gentle Yankee noch einmal eine zweite Luft und klaute Main den Sieg in einem überaus knappen Finish. Wir wussten, dass wir eine gute Chance haben. Beim letzten Mal gegen Main haben wir knapp verloren und mein Pferd fehlte halt noch ein bisschen Kondition. Es fehlte ein Rennen und er hat es heute gut gemacht und war eine tolle Leistung vom Pferd. Und diese tolle Leistung schien Gentle Yankee fürs Finale ordentlich zu beflügeln. Ging im ersten Bogen gleich wieder in Führung. Wildcat Hanseatic blieb im Verkehr stecken, der Favorit damit ohne Aussicht auf den Sieg. Doch Kelso kam nochmal auf den letzten Metern heran. Doch es reichte nicht mehr. Gentle Yankee gewinnt das Finale des Fritz-Brandrennens. Schön, also wir haben da zum vierten Mal gewonnen, dieses Rennen. Fritz-Brandrennen ist natürlich immer ein Highlight, hier in Berlin zu gewinnen. Bei dem tollen Publikum, bei der tollen Atmosphäre hier in Berlin. Ich bin gerne hier und gewinne gerne dieses Rennen. Ein spannender Wettkampf geht in Mariendorf zu Ende. Auf dass dieses Jahr noch viele folgen mögen. Das Fritz-Brandrennen auf Hauptstadtsport.tv wurde Ihnen präsentiert von Trotto.de.